Triggerwarnung. Ich finde, Pokémon Sonne und Mond sind die schlechtesten Pokémon-Spiele, die jemals gemacht wurden. Und das sage ich, obwohl ich die Spiele nie gespielt habe. Ich habe bis jetzt immer nur Leute dabei zugesehen oder halt Reviews angeschaut. Und alles, was ich da sah, war so... Aber für mein Projekt Origindex muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen und Gen 7 eine Chance geben. Denn ich versuche, jedes Pokémon in der Gen zu fangen, in der es das erste Mal vorkam. Eins kann ich direkt sagen, Gen 7 hat definitiv sehr viele, sehr coole Pokémon, die man mit besonderen Methoden bekommt. Darunter auch verdammt viele Ultrabestien, die man eigentlich mit dem Ultraball fangen sollte. Wie schwer ist es aber, sie im Pokéball zu fangen? Das ist der Origindex Gen 7. Die komplette Playlist zum Projekt Origindex findet ihr hier, inklusive einer detaillierten Erklärung mit den ganzen Regeln, die ich mir gegeben habe. Sehr viele Leute haben sich inzwischen bei mir gemeldet bzw. bedankt dafür, dass ich sie zu so einem perfekten Pokédex inspiriert habe. Und das freut mich mega, wirklich immer wieder cool zu hören. Deswegen fangen wir mit Gen 7 an. Gen 7 hat 88 neue Pokémon, womit es die Edition ist mit den zweitgeringsten neuen Pokémon. Aber dafür ist es auch die Gen mit den meisten Legis. Mit all den Carpus plus die ganzen Ultrabestien und auch Typ 0 in Abigento sind es 22 Legendäre. Ich glaube, ich muss im Spiel einige Pokébälle kaufen. Und für die, die sich wundern, ja, Meltan gehört zu Gen 7. Es war das erste Mal erhältlich in Pokémon Go und Let's Go, was zu Gen 7 gehört. Heutzutage brauche ich genau genommen kein Let's Go mehr, um die mystische Mutter zu fangen, aber ich habe es trotzdem benutzt, das Spiel mit der schlimmsten Fangmechanik ever. Warum, könnt ihr in die Kommentare schon schreiben und erraten, aber dazu komme ich später. Es bleibt aber wie immer nicht bei den 88 neuen Pokémon. Wir haben zusätzlich 42 Formen. Die Miteno-Farben, die Vögel und natürlich die Alolas. Die ersten regionalen Formen ever. Und ich liebe alle davon. Ich finde, keine Alola-Form ist kacke. Und vor allem das, was die meisten nicht mögen, Snobelicat. Das süße Mondgesicht. Zu den Formen gehören auch Ash Quajutsu, die Cap-Pikachus und die restlichen Zygarde-Formen. Vor allem die waren sehr interessant zu holen. Insgesamt sind das also 130 verschiedene Pokémon, die ich mir in Gen 7 holen muss. Und da mir das wie immer nicht reicht, hole ich mir auch noch alle Herrscher, das sind die großen Boss-Pokémon, und alle Z-Kristalle, was das Feature von Gen 7 war. Jetzt müssen wir noch rausfinden, welche Mons editionsspezifisch sind, und dann wissen wir, wie oft wir das Spiel durchspielen müssen. Ultra Sonne und Mond haben jeweils 8 exklusive Mons. Also allein wegen denen muss ich einmal Sonne und einmal Mond durchspielen. Wegen Venikro, Typ 0 und Cosmog müsste ich das sowieso, weil man die nur einmal im Spiel bekommt, sie aber eine Entwicklung haben. Manche Herrscher sind auch exklusiv, also muss ich auch deswegen beide Versionen spielen, also in beiden alle 100 Sticker sammeln. Und für die Starter, klar, muss ich einmal kurz ein drittes Mal das Intro spielen. Was allein schon eine Stunde dauert wegen diesem ewig langen Intro. Ach ja, immer wenn ich jetzt Sonne und Mond sage, meine ich Ultrasonne und Ultramond. So wie ich auch Kristall, Platin und Diamant gespielt habe, spiele ich jetzt auch die bessere, fortgeschrittenere Version, weil Ultra ist einfach das gleiche, nur noch mit ein bisschen mehr Content am Ende. Und für Zygarde müsste ich eigentlich sogar noch ein drittes Mal Sonne oder Mond durchspielen, aber ich habe eine Abkürzung gefunden. Meine ganze Reise durch Gen 7 und noch viele weitere Streams könnt ihr auf meinem Kanal Leos Archiv nachschauen. Und wenn ihr live bei Gen 8 dabei sein wollt, dann checkt mal meinen Twitch-Kanal aus, da gibt es fast täglich Pokémon-Content live. Nimm die Zwiebel vor dir, du dummes Stück! Ja, genau, schön, du hast eine Zwiebel gemalt. Kommen wir zu einem First im Projekt Origindex. Ich beschwere mich über die... Das Einzige, was sich geändert hat an meiner Meinung, dadurch, dass ich es gespielt habe, ist, dass es nicht so schlecht ist, wie ich dachte. Es ist immer noch ein gutes Pokémon-Spiel. Alle Pokémon-Spiele, bis vielleicht auf ein paar komische, sind wirklich gut, sind überdurchschnittlich gut. Und auch Gen 7. Und es ist die Story, die mich genervt hat. Und das ist das, was man bewertet, wenn man ein Pokémon-Spiel vanillamäßig durchspielt. Gameplay und Story. Und vor allem die Charaktere. Und jetzt denken viele vielleicht von euch, ja, Tali ist wirklich dumm. Nein, Tali ist noch nicht mal so schlimm. Tali ist vielleicht langweilig und unnütz und hat nicht wirklich einen Sinn im Spiel. Aber der Charakter, der mich zur Weißglut getrieben hat, war Lily. Wie kann man so einen schlechten Charakter schreiben? Sie fängt an als dieses hilflose Mädchen, das gerettet werden muss. Und dann wird sie von ihrer Mutter Samantha komplett hintergangen. Samantha wird, wie ihr hoffentlich wisst, zum Bösewicht
und sagt dann sogar, dass sie einfach ihre Tochter quasi enterbt. Vor all ihren Freunden sagt sie das und sagt, verpiss dich. Und so ein cooler Moment. Das hat mich an Gen 9 erinnert, wo Pepper mit seinen Eltern wirklich auch was Hartes durchgeht. Und ich respektiere Gen 9 dafür am Ende der Story, dass sie das durchgezogen haben. Nur hier ziehen sie es eben nicht durch. Lily durchgeht dann einen Wandel, eine neue Frisur, ein neues Outfit. Und man ist dann wirklich so, ja, Lily, badass, trotz deiner Mutter, you can do it, zeig's ihr. Nö, nö. Sie verändert sich nur äußerlich, aber bleibt das hilflose Madel, das null Selbstbewusstsein hat. Sie hatten so eine fette Chance, einen geilen Charakterwandel zu machen, so wie N zwischen Black and White 1 und 2. Aber nein, so schlecht gemacht. Und dann ist da dieser sehr geile Team Rocket, Rainbow Team Rocket Part, der echt richtig geil nostalgisch ist und der hat richtig Bock gemacht. Und dann kämpft sie da mit einem mickrigen Pokémon und sobald das drauf geht, hat sie kein Pokémon mehr. Was ist denn das für ein Wandel? Da ist null Wandel. Sie ist immer noch dumm, hilflos und unnütz, obwohl ihr einfach reingeschrieben wird, dass sie ihrer Mutter trotzen sollte, aber sie tut's nicht. Das regt mich so auf. Okay, Puls wieder runter. Was ist mein Puls? 107. Auf jeden Fall. Warum das Spiel doch nicht so schlecht ist? Veteran Leopold, so ist es. Ist eben das ganze Gameplay. Die Mechaniken sind echt cool gemacht. Die Quereinsteiger bzw. die SOS-Methode, cool. Wie schon gesagt, Rainbow Rocket, das quasi DLC am Ende, super cool. Und die Kämpfe, sau schwer. Am Ende, als Giovanni sogar ein Mewtwo hat und es wird zu Mega Y Mewtwo, holy moly, war das hart. Allgemein, wie schwer manche Kämpfe waren oder wie schwer und taktisch die Titanenkämpfe waren, die Herrscherkämpfe, super cool gemacht. Ich dachte, Gen 7 wird Pipifax durchzuspielen, aber es war sogar herausfordernd. Aber dann gleichzeitig bei den Herrschern gab es doch vorher mal diese Herrscherprüfung und wie lächerlich kann man eine Prüfung machen? Was hat sich an dem Bild verändert? Ja, vielleicht das fette Knogger im Hintergrund, das davor nicht da war? Oder dieses fette Gesicht von dem Wanderer, der einfach ins Gesicht reinstrahlt? Was war denn das? Ich habe mich so verarscht gefühlt. Der Typ hat nichts mit der Tanzpose zu tun. So ein Quatsch, es geht um Knogger. Könnt ihr ein bisschen schwieriger machen. Das wäre so ein cooles Spiel, wenn man es mit Details machen würde. Aber nein, es ist einfach ein riesiges Knogger im Bild, was vorher nicht da war. Die schlechtesten Prüfungen, die es jemals in Pokémon gab. Und ich habe versucht, eine komische Olive in den Korb reinzuschubsen. Winning! Okay, genug. Ich könnte ewig mich über Gen 7 beschweren, aber auch Gen 7 loben. Ich, wie gesagt, es ist nicht so schlimm. Aber eine Sache habe ich noch, weswegen Gen 7 wirklich komisch ist. Also eher negativ. Ich weiß nicht, was ich von Ultra Necrozma halten soll. Zum einen so cool, dass sie einen so schweren Bosskampf ins Spiel gepackt haben. Und Ultra Necrozma ist ein Banger-Pokémon. Es ist so fett, es sieht so gut aus. Aber Level 60 und das mitten in der Story, weit vor den Top 4? Als ich ohne Vorwissen während meinem ersten Spieldurchlauf in den Kampf gegangen bin, sah das Ganze so aus. Lass mich doch wenigstens mal eine Attacke machen, dass ich sehen kann, was du für Typen hast. Jede Attacke, die der hat, ist eine Schwäche von mir. Das war noch nicht mal effektiv. Ich durfte keine einzige Attacke machen. Also ich finde es wirklich cool, wenn man Herausforderungen ins Spiel einbaut. Aber das ist einfach nur sinnloses Gegrinde, um das ganze Team auf Level 60 zu bringen. Oder man cheest den Kampf, was die meisten machen, und man versucht es einfach mit Toxin und Schutzschild einfach langsam runterzukriegen und hält sich mit Belebern am Leben. Aber was ist das denn für ein fetter Bosskampf dann? Also habe ich jedes Pokémon in meinem Team auf Level 60 gebracht und dann sah der Kampf auf einmal so aus. Rachepsycho, dann ist ja Knuddler super, dann hätte ich mal Z machen sollen. Vielleicht darf ich noch einmal, aber es hat natürlich eine Stahlattacke. Oh, ich überlebe eine Attacke. Das sollte eigentlich effektiv sein. Wenn er Psycho ist. Sag nicht, dass jetzt noch irgendwas passiert. Ich glaub's noch nicht so ganz.
Ich weiß nicht, wo das Problem war. Ihr habt alle gesagt, das ist der unfairste Gegner und nicht zu schaffen. Und ich muss eine Taktik wie Toxin benutzen. Hä? Es war einfach zwei sehr effektive Attacken draufgeballert. Aber dann ist man auf Level 60. Und dann auf einmal fällt einem auf, wie dumm das ist, weil die Top 4 danach, nicht mal die sind auf Level 60. Und dann auf einmal kämpft man gegen die, es fällt einem auf, ich wipe die sowas von weg. Und das habe ich auch getan. Die waren sowas von ohne Probleme weggewiped, weil ich wegen Ultra Necrozma komplett überlevelt war. Ich musste überlevelt sein. Also das haben sie so schlecht gebalanced und ich verstehe nicht warum, weil sie hätten einfach Ultra Necrozma ins Endgame packen sollen und alles wäre gut gewesen. Okay, genug von der Story. Wir haben sie durchgespielt zweimal. Kommen wir jetzt zum Kern der Challenge. Wie immer werde ich euch jetzt nicht langweilen mit den Normie-Pokémon. Die meisten sind wie immer einfach im Gras zu finden und dann schmeißt man Pokébälle drauf. Das ist nicht der Rede wert. Man kann sich sogar relativ am Anfang schon ein Parasect mit Pilzspore und Trugschlag holen, was ich dann gemacht habe und dann war das Ganze noch einfacher. Und wer meine Origin-Dex-Videos kennt, was habe ich mir noch geholt? Richtig, Charmbolzen. Oh yeah. Charmbolz ist eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass Pokémon mit dem gegenteiligen Geschlecht eher zu 66,7% auftauchen. Und da ich hauptsächlich Männchen fangen will, brauche ich einen weiblichen Charmbolzen-User. Velosi hat die Fähigkeit, weil ich ja am liebsten nur neue Pokémon benutze, aber Velosi hat die Fähigkeit nur als versteckte Fähigkeit. Und davon hatte ich immer noch ein Trauma. Ich habe mir dann einen Fluffeluff geholt, das den Job großartig gemacht hat. Dieses Fluffeluff ist über 33 Mal draufgegangen, weil es muss nicht leben, damit Charmbolzen funktioniert. Also ist das halt, Fluffeluff. Jeder muss Opfer bringen. Und du bist das Opfer. Ich habe mich null um dieses Ding gekümmert und trotzdem passierte das hier. Zuerst angreifen können. Was? Moment mal, ich habe dich so scheiße behandelt. Du bist nur draufgegangen. Warum mag es mich? Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Leute. Es macht keinen Sinn. 32 Tode. Und es liebt mich. Der Witz ist, dass es dauernd draufgegangen ist. Habe ich einen Mondstein? Eine Sache habe ich in Gen 7 auch das erste Mal gemacht. Und zwar alle Pokémon in der Gen selber entwickelt. Weil es so einfach ist. Am Ende kann man Chaneras in Büschen finden, die über Level 50 haben. Und mit der SOS-Methode kann man unendlich viele davon hintereinander finden. Mit einem Glückstein ausgerüstet geht das Leveln dann rasend schnell. Also mit Parasect und Knuddeluff war das Fangen dann von den normalen Mons im Gras und im Wasser und sonst wo wirklich einfach. Aber es gibt wie immer ein paar... Metheno an sich ist nicht selten zu finden. Im nördlichen Gras vom Hokulani-Berg finden wir es tagsüber zu 40%. Was anstrengend ist, alle Farben zu finden. 7 Farben gibt es, doch die sieht man am Anfang des Kampfes gar nicht. Wegen der Fähigkeit Limit Shield sehen wir nur seine Meteorform. Hat es aber dann weniger als 50% KP, zerbricht dieses Schild und wir sehen die Farbe. Hinzu kommt, dass Metenos sich gerne in die Luft sprengen. Für eine sichere Jagd brauchen wir also einen Mon mit Feuchtigkeit. Das verhindert den Einsatz von Attacken wie Finale und Explosion. Ein Enteron aus dem Canyon von Pony ist feucht genug. Wisst ihr noch, was für ein Schweineglöhchen Gen 5 mit den Affen hatte, wo ich einfach jedes hintereinander bekam und keins doppelt? Nö, das ist hier nicht passiert. Eine Stunde hat es gedauert, bis die letzte Farbe Rot auftauchte. Was auch das nächste Metheno ist rot. Das ist rot. Ich hab's gehört. Letzte Psychokinese, mehr brauche ich auch nicht. Denn das ist rot. Hahaha! Ah, schau. Metheno, sehr gut. Viele denken wahrscheinlich an Amphira, wenn wir an seltene Gen 7 Mons denken. Viele haben wahrscheinlich noch was ganz anderes im Kopf, wenn sie Amphira sehen. Nur weibliche Mollungs entwickeln sich zu Amphira. Und ein Mollung ist nur zu 12,5% weiblich, so wie die Starter. Ich könnte mir jetzt einfach ein männliches Charmbolzenmon holen oder ich brüte Mollungs so lange, bis eins weiblich ist. Oder man macht es einfach so. Dann, wenn ich gar kein Gamecube mehr spielen will, wahrscheinlich. Ein weibliches Mollung! Let's go! Okay, das weibliche Mollung. Amphira. Das dachte ich mir, wird schwieriger. Oder ihr benutzt Quereinsteiger. Aber was sind eigentlich Quereinsteiger? In Sonne und Mond können wilde Pokémon im Kampf nach Hilfe rufen.
Diese Pokémon sind meistens von der eigenen Spezies. Das ist ein bisschen so wie Babyvögel, die nach Mama rufen. Diese gerufenen Pokémon werden dann Quereinsteiger genannt. Und umso mehr Quereinsteiger hintereinander kommen, desto höher ist übrigens die Wahrscheinlichkeit, dass eins Shiny ist. Diese Methode wird dann SOS-Methode genannt und es ist eine sehr beliebte Shiny-Hunting-Methode und der Grund, warum Gen 7 bis heute noch so beliebt ist bei Shiny-Huntern. Wie Quereinsteiger genau funktionieren, kann sehr ins Detail gehen und ich musste es auch im Detail verstehen, denn ich habe einen sehr, sehr seltenen Quereinsteiger gesucht. Und zwar das Level 9 Brutalander. Kindwürmer auf Route 3 können nämlich Brutalanders rufen mit dem unfassbar geringen Level 9. Wie ich dieses besondere Brutalander gefunden habe, könnt ihr in einem eigenen Video nachschauen. In dem Video erkläre ich auch im Detail, wie Quereinsteiger funktionieren und was ihr machen müsst. Und by the way, es ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsreaktionen auf ein Pokémon. So, und so geht das auch mit Amphira, falls ihr Amphira so holen wollt. Ihr geht einfach zu Mollungs und hofft, dass sie irgendwann einen Amphira rufen. Manchmal rufen die Pokémon aber nicht nur ihre eigene Spezies, sondern eine andere, die in manchen Fällen sogar der Feind sein kann. Im Falle von unseren Babyvögeln sähe das dann so aus. In Alola können zum Beispiel Zubiris erscheinen, wenn Rokara um Hilfe ruft. Oder auch Gastella, wenn Corazon um Hilfe ruft. Und das ist die einzige Möglichkeit sogar, einen Gastella zu bekommen. Wir müssen zuerst ein Corazon angeln und dann so lange im Kampf bleiben, bis ein Gastella erscheint. Das, wie gesagt, der Feind von der Koralle ist. Gastella setzt Biss ein. Oh, Gastella beißt in die Koralle. Es wird zu einem Galar-Corazon. Geil. Sehr cool gemacht. Das ist jetzt streng genommen das einzige Quereinsteiger-Mon, das wir brauchen. Alle anderen kann man auch so in der Wildnis finden oder entwickeln. Ich habe das Ganze aber noch mit Snobelicut gemacht, obwohl wir überall Mauzis finden. Aber Mauzi Alola Mauzi braucht die Freundschaftsentwicklung und da hatte ich keinen Bock drauf. Wer hat schon Bock drauf, nett zu seinen Pokémon zu sein? Ich sicher nicht. Stirb, Shiggy, stirb! Pass auf! Ich mach Bilder davon, wie du ertrinkst. Also sucht man sich einfach einen Mauzi und macht auch da wieder die SOS-Methode. Und bei mir, nach 20 Minuten, kam dann ein Snobelicut um Hilfe. Komm schon. Ich dachte kurz, weil der Kopf ungefähr die gleiche Form hat. Nice, Männchen. Sehr gut. Ich würde jetzt gerne sagen, so kann man jede Freundschaftsentwicklung umgehen. Das stimmt aber leider nicht, denn es gibt auch Typ 0. Und das ist so eklig zu Freundschaft entwickeln, weil das ist eins von denen. Ich fand's echt krass, wie man in Ultra Sonne und Mond sehr weit am Anfang gegen Legis kämpfen muss. Gegen Venikro vom Ultra-Forschungsteam musste die Punkte, wieso hat die ein anderes Legi? Was ist mit diesem Spiel? Legis bedeuten wohl gar nichts mehr in diesem Spiel. Was ist denn hier los? Und eben gegen Typ 0 von Gladio. Er hat Typ 0 von Anfang an und hat man dann die Story abgeschlossen, bekommt man diese beiden eben geschenkt. Venikro kann man sogar verneinen und dann später jederzeit in Ultra Metropolis abholen. Das ist sehr angenehm, wenn man sich das aufsparen möchte, um es dann zu Shiny resetten. Bei Typ 0 ist das leider nicht so einfach. Da kann man nicht verweigern, aber wenn man in dem Moment jeden einzigen Platz im Team und allen Boxen voll hat, dann kann man das Legi nicht erhalten, aber kann es dann jederzeit in der Aether Foundation abholen. Das ist eben zu empfehlen, wenn man es Shiny resetten möchte, weil der Dialog in der Aether Foundation um einiges kürzer ist. Aber für den Origin Dex habe ich es natürlich einfach angenommen, aber dann kommt das Nervige, es zu entwickeln. Da es sich um ein legendäres Pokémon handelt, ist der Freundschaftswert, wenn man es bekommt, auf 0. Normalerweise ist der Freundschaftswert, wenn man ein Pokémon fängt, auf 70. Entwickeln tun sich Freundschaftsmons auf 220. Ich habe dann sehr viel mit Typ 0 gekämpft, bin sicher gegangen, dass es nie K.O. geschlagen wird und nach 12 Level später, also auf 72, hat es sich dann entwickelt. So, aber jetzt wollen wir nicht dauernd was geschenkt bekommen, sondern wir wollen auch mal wieder was fangen. Und die Cover-Legis, die bekommen wir doch sicher nicht einfach so geschenkt. Okay, ich brauche gar nicht weiterreden, ihr wisst schon, was kommt, oder? Ich meine, seit 2 Generationen ist das so. Die Cover-Legis, oder wie wir sie eigentlich nennen sollten, Story-Legis, bleiben in einem Pokéball drin zu 12%.
wenn wir es dann auch noch in den roten Bereich bringen, 27%. Und wenn es dann schläft, geschlagene 54%. Das nenne ich nicht fangen, das nenne ich geschenkt bekommen. Und Necrozma, das Ultra-Necrozma, das jedes Team gewiped hat, ohne mit der Wimper zu zocken, gehörte auch dazu. Und so sah das bei mir aus. Die Musik ist nicht schlecht. Also vier Bälle scheint sehr logisch, aber es kann alles sein. Nummer 1. Es ist traurig. Die Pokémon-Welt ist traurig. Auch in Alola ist es nicht besser geworden. Das Story-Ding. Ich meine, es ist gerade halbtot abgestürzt in einem Krater. Aber es kann nicht sein, dass ich eine Bestie, gegen die die meisten Trainer einfach versagen, dann in einem Pokéball fange. Lunala sah so aus. Ist die Vergiftung von Matschbombe eine schwere Vergiftung? Nee, gell. Dann ist es nicht so krass wie Schlaf. Aber es reicht. Der zweite Ball. Und hier ist Solgaleo. Okay, 4. Ich brauche nichts mehr dazu sagen, oder? In jeder Gen rege ich mich darüber auf und es ist einfach traurig, dass solche besonderen Legis so einfach im Pokéball drin bleiben. Die Vorentwicklung Cosmog lässt sich dann auch noch holen. Das ist etwas kompliziert, wenn man die Anleitung dafür nicht exakt liest, aber im Endeffekt muss man mit seinem Cover-Legis, also Solgaleo in der Nacht und Lunala tagsüber, zum Wurmloch und dann reist man dort in die andere Parallelwelt. Was eigentlich echt cool ist, also Hut ab dafür, das so eine Idee zu haben, dass man einfach in die andere Welt dann rübergeht, wo dann Tag und Nacht vertauscht sind. Coole Idee. Und dort kann man dann zum Sonnenkreissee bzw. Mondkreissee und das Cosmog auf Level 5 abholen. Also wie erwartet, die Cover-Legis oder Story-Legis ultra einfach. Und apropos Ultra. Ihr glaubt doch nicht, dass ich jetzt schon über die Ultra-Bestien rede. Wir müssen uns erstmal die Schutzpatrone von Alola fangen. Die Kapus haben eine Catchrate im Pokéball von 1,6% bzw. 3,5% im roten Bereich und dann stolze 7%, wenn sie auch noch schlafen. Und alle vier zu fangen, das lief so. Wie viele Bälle brauche ich? Ich werde versuchen, es einzuschläfern, um in den roten Bereich zu kriegen, aber vielleicht schaffe ich es nicht. Und dann schmeiße ich Pokébälle. 49... Eieiei. Okay. Ich habe mal Final Fantasy 1 angefangen. 52. Das gleiche nochmal. Wie viele Versuche brauche ich? Wir haben hier Kapu Phalak. Nummer 7. Wir sind bei 6%. Oh mein Gott. Da ist es. Da ist es. Klick. Yes. Die Believer, ihr habt gewonnen. So, das gleiche nochmal. Gebt all eure Punkte aus. Wettet nicht nur mickrige 200 oder 10. Ich erwarte, dass ihr jetzt in den 10.000ern wettet. Ihr habt doch alle Punkte. Da ist es. 11. Oh. Welches Kapu ist dein Favorit? Das hier. Aber es nervt am meisten wegen Wasserring. Stop it. 6% Chance. Und yes, 16. 16. Also ich kann mich nicht beschweren, es ging super schnell. Oder sollte ich eher sagen, ultra schnell? Genau, jetzt erstmal ein Wort zu unserem ultra coolen Sponsor, der wie immer ich bin. Ich habe keinen Bock, euch noch mit mehr Werbung hier voll zu müllen, als YouTube sowieso schon macht. Ich will euch nur daran erinnern, diesen Kanal hier zu abonnieren. Wenn euch die Videos sowieso schon vorgeschlagen werden, dann ist das vielleicht ein Zeichen, ihr wisst es. Und vielleicht auch ein Like, ein Kommentar drunter, das hilft wirklich dem Kanal sehr und sorgt dafür, dass ich das hier weitermachen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Und ultra geil wäre es auch, wenn ihr meinen Patreon mal auschecken könntet. Da lade ich diese Videos früher und ohne Werbung hoch. Und genauso auch manchmal Videos wie Making-ofs oder Behind-the-Scenes von meinem Leben oder diesen Videos hier. Und das Wichtigste, wenn ihr Patreon seid, dann kommt ihr vielleicht mit sowas hier davon. Kann ich zoomen? Wie soll ich denn dann hier ein Bild machen, wenn ich nicht zoomen kann?
RL Start. Das war doch immer LR Start Select. Warum ist das Select auf einmal weg? Es war immer LR Start Select. Es war immer LR Start Select. Ich habe nicht gespeichert, du Bastard. Mein Georock ist weg. Oh, Mark O'Brien, wenn du nicht Patreon wärst, ich hätte dich sowas aus diesem Stream herausgeben. Ja, aber okay, ich war auch super. Ultra dumm. Aber gut, jetzt kann ich es nicht mehr herauszögern. Jetzt kommen wir zu den... Erstmal, wie cool bitte sind Ultra-Bestien? Ich habe die schon immer geliebt. Ich liebe jedes Design von denen. Ich weiß, manche mögen sie nicht, weil sie so extrem seltsam aussehen. Aber das ist der Sinn von Ultra-Bestien. Und mein Liebling ist Mosquito. Der ist so, so seltsam. Was ist euer Liebling? Gebt euch auch mal diese Artworks, die diese Pokémon bekommen haben, wie gut das aussieht. Ich habe auch zuerst überlegt, ob ich wirklich nicht die Bestien in Ultrabällen fange, weil dafür sind sie da. Und ich habe ja auch zum Beispiel die Tiergeister in Dreamballs, in Traumbällen gefangen, weil es Sinn ergibt. Aber dann kam halt ein Pokémon, was das Ganze um den Haufen geworfen hat, und das war Venikro. Denn wenn man Venikro geschenkt bekommt, dann ist das im Pokéball. Und nichts geht meiner Ordnung so quer im Kopf, wie wenn eins im Pokéball ist und die anderen im Ultraball. Also natürlich alle im Pokéball. Und es ist auch cooler, weil es ist herausfordernder. Fängt man die nämlich im Ultraball, dann sind sie standardmäßig zu 40% drin. Und wenn die dann auch noch schlafen und im roten Bereich sind, dann sind sie zu 100% in diesem Ball drin. Wie krass ist das? 100%? Aber gut, die Bälle sind dafür gemacht. Aber deswegen nehme ich Pokébälle. Komischerweise haben zwei Ultras eine geringere Catchrate als die anderen. Und das sind die beiden, die man in der Endstory bekommt, also Muramura in Ultramond und Koplosion in Ultrasonne. Und die Catchrate bei denen liegt bei 1,6 bzw. dann im roten Bereich 3,5 und wenn schläft bei 7%, also so wie die Kapus vorhin. In Ultramond habe ich dann zuerst Muramura gesucht. Oder Dave hat recht und es bleibt in den ersten 10 drin. 3 Bälle für Muramura. Okay, 7% ist nicht schlecht, aber 3 Bälle? Ich glaube, das war richtig lucky. In Ultramond bin ich dann, nachdem ich die ganze Story durchgespielt habe, auch ein Koplosio suchen gegangen. Und das Ding ist strong, ey. Ich wusste es nicht. Ich kenne mich mit Ultra-Bestien nicht aus, außer wie sie aussehen. Das Ding ist stark, ey. Ich musste den Kampf so oft neu starten, weil mein überleveltes Team komplett gewiped wurde. Oh, Leo, geh doch Feuerfänger holen. Leo, was ist mit Trugschlag? 19 kleine Koplosios. Komischerweise haben die restlichen Bestien eine bessere Catchrate. Warum auch immer. Sie liegt bei 2,1, dann 4,8 im roten Bereich und 9,6, fast 10%, wenn es auch noch schläft. 10% für so ein Viech. Aber slow your horses, beim Fangen sind wir noch gar nicht. Wir müssen erstmal rausfinden, wie wir die Ultra-Bestien finden. Und ich habe vieles über die Wurmlöcher gehört. Man bekommt so schnell Shinies, man kann unendlich oft die Ultra-Bestien fangen und. Die Wurmlöcher haben sich wie ein feuchter Enteron-Traum angehört. Für mich sind sie einfach nur eine Personifizierung, eine Verdeutlichung von schlechter Steuerung, einem sinnlosen Minispiel, ach ja, und habe ich schon gesagt, einer ultra schlechten Steuerung. Allein, dass man zuerst ins Game Freak-Gebäude gehen muss, um die Steuerung in der Ultra-Dimension von der Bewegungssteuerung auf das Schiebepad ändern muss. Wie schafft es Pokémon immer wieder, essentielle Optionen im Spiel zu verstecken? Und dann taucht man in diese Ultra-Dimension ab und muss die gelben Ringe einsammeln, um nicht langsamer zu werden. Und dann muss man außerdem den blauen Ring ausweichen, um nicht langsamer zu werden. Denn umso weiter man kommt, desto seltenere Wurmlöcher erscheinen. Die haben nämlich 4 Abstufungen. Es gibt welche ohne Ring, die so quasi so schwarz aussehen, dann ein Ring, 2 Ring und dann 2 Ringe aber mit so Blumen, mit so Schleifen außenrum. Und je nachdem, in welches ich reingehe, desto seltener sind die Pokémon, die ich darin finde. Das seltenste Loch, also das mit den Schleifen außenrum, erscheint nur zu 5% und auch erst, wenn man 4500 Lichtjahre gereist ist. Wie weit ist man schon gereist in diesem Minispiel da in dieser Ultradimension? Das weiß man nicht. Das weiß man erst, wenn man in so ein Loch abgetaucht ist. Erst dann wird einem gesagt, wie weit man es denn geschafft hat.
Und oh boy, taucht man oft unabsichtlich in so ein Loch ab. Was? Denn manchmal, wenn man um eine Kurve kommt, ist ein Loch so blöd positioniert, dass man gar nicht ausweichen kann und einfach in ein farbiges Loch reingeht, in das man nicht rein wollte. Ach komm mal, wie soll ich denn da weglenken? Viel zu früh oder falsches Loch. Oder es kann aber auch sein, dass du so langsam wirst, weil du keine gelben Ringe mehr bekommst, dass du einfach in eins der Löcher, in die du nicht willst, einfach reingezogen wirst. Es kommt nichts. Es ist so gemein, wie einfach nichts kommt, obwohl man so weit kommt. 5:15. Wir suchen nämlich eine bestimmte Farbe, denn Ultrabestien findet man nur in weißen Wurmlöchern. Und die allein, habe ich das Gefühl, sind schon die seltenste Farbe. Wenn dann mal ein weißes Loch kommt, dann kommt es eben darauf an, welche Stufe es hat. Denn 3 Bestien sind häufig, 3 sind selten und eines sogar sehr selten. Genau genommen kann jede Bestie in jedem weißen Loch erscheinen, aber die Chance ist schwindend gering, dass eine sehr seltene Bestie in einem normalen Loch erscheint. Deswegen sind wir auf der Suche nach eben diesen 2 Ringen, Wurmlöchern. Aber suchen wir zuerst die häufigen Bestien. Rein in die Ultradimension und ins nächstbeste weiße Loch. Jede Bestie hat ihre eigene Welt, die alle super gut aussehen. So auch zum Beispiel Anegos Welt. Trag mich als Hut. Und ja, Anego ist direkt mal eines der eher härteren Ultrabestien, weil es einfach super stark ist. Es hat mein Parasek sofort gekillt. Also nichts mit Schlaf, der rote Bereich muss reichen. Was ein bisschen nervig war, das sieht man daran, dass es einfach eine Stunde gedauert hat, bis es endlich im Ball drin blieb. 75. Gleich kommt die 77, die muss es sein. Damit Blitzflamme ein Subgeschenk kriegt. Oh. Aber es ist die 76! Knapp! Danach ging es direkt wieder in die Ultradimension und in das erstbeste weiße Loch. Man muss einfach hoffen, dass es nicht wieder Anego ist. Aber bei mir war es dann irgendwann zum Glück Schabelle. Und auch die Welt sieht super cool aus. Schauen wir mal, wie lief es denn mit der sexy Schabe? Elf. Dann hatte ich eben die 2 häufigen Ultrabestien und habe nicht mehr das erstbeste weiße Loch genommen, sondern zumindest darauf gewartet, bis mal eins mit einem Ring kam. Was dauern kann. Das sind ja mehrere. Ah, die ganze Welt sieht so aus. Crazy. Triant, Voltriant, genau. Ja. Yes. 12. Gruppe 2 gewinnt. Irgendwann fand ich dann endlich eins mit sogar 2 Ringen. Das ist gut. 2 Ringe. Neue Musik. Das ist Schlinking, oder? Das ist widerlich. Das ist Schlinking. Nee, das ist, warum ist das Kaguya? Kaguya muss ein Hochhaus sein. Warum ist das denn Kaguya? Kaguya muss so ein geiler Bambuswald sein. Das sah aus wie Schlinking. Dreck, widerlich und so. Das ist immer noch nicht das seltenste, aber ein sehr, sehr cooles. Kaguron. Ich hatte gehofft, dass es Wolkenkratzer groß ist, weil es bekannt dafür ist. Aber leider nein. Das ist es. Oh, der hat sich Zeit gelassen, der Klick. 17. Okay, ich glaube, ihr könnt jetzt schon ahnen, welche Bestie denn sehr, sehr selten ist. Es ist das krasse Viech Schlinking. 5 Stunden in dieser elendigen Ultradimension habe ich rumgesucht, wobei ich habe eine Stunde lang gegen Anego gekämpft. 4 Stunden habe ich in dieser elendigen Ultradimension rumgesucht, bis endlich mal das hier passierte. Das ist ein Zweier. Wir nehmen es Zweier. Da war gerade eine blaue Blume, eine weiße Blume. So unwahrscheinlich. Oh! Hä? Das ist neu? Das ist wirklich neu. Was ist das? Ultrawolkenkratzer. Cool.
hinten ist es. Okay, das ist cool gemacht. Das ist die wohl coolste Welt von allen. Allein auch die Musik im Hintergrund davon und wie es aussieht hier. Super geil. Und sie war noch nicht mal im seltensten Loch. Es hatte einfach nur zwei Ringe. Aber so lief das mit dem Vielfraß. Schlililililing. 15. Das ist es. 15. Gruppe 2 gewinnt wieder, wie jedes Mal. Unglaublich. So, es fehlen noch zwei Bestien. Das sind die, die ich nur in Ultrasonne dann finde. Da habe ich dann das Gleiche gemacht. Es war alles nicht so schlimm wie Schlinking. Die kamen dann so nach einer Stunde, habe ich dann beide gefunden. Das erste war Katagami, was mich super überrascht hat, wie unfassbar stark dieses kleine Papierding ist. Ich musste auch hier den Kampf mehrmals resetten, aber dann... 22. Und mein Liebling, Mosquito, was kam dann als letztes? Das klingt gut. Das sieht gut aus. Das sieht sexy aus. Das sieht muskulös aus. Das Testosteron und die Steroide, sie springen mir nur so entgegen. Aber ich habe hier eher ein Fitnessstudio erwartet. Kito. Moment, hallo? Ich war noch nicht so weit. Eine 5% Quote schmeckt gut. Immer noch. 2 gewinnt mal wieder. Die Leute, die gesagt haben, zwischen 40 und 50 gewinnen. Und es hat am Ende Spaß gemacht, mal wieder so lang nach etwas zu suchen wie Schlinking. Und Schlinking fühlt sich auch sehr besonders an, sodass es wert ist, so ein schlechtes Minispiel zu spielen. Deswegen nervig, aber irgendwie trotzdem cool gemacht. Das sind alle Legis im Sack. Was kommt nach den Legis? Mystische Pokémon sind eigentlich bekannt dafür, dass man sie durch Events bekommt. Also zeitbasierte Events, die man halt nur in dem Moment machen kann. Und wenn das vorbei ist, hat man Pech gehabt. So auch in Gen 7 mit Marshadow und Zeraora. In Gen 1 bis 5 hatten wir noch die Möglichkeit, durch interessante Glitches an die Mythicals zu kommen. Ab Gen 6 ist das leider ohne Cheaten komplett unmöglich. Es gibt aber ein Mystisches in Gen 7, das man immer noch zu jeder Zeit sich holen kann. Und das ist Magiana. Ich habe nie nachgedacht, ob Magiana so ausgesprochen wird. Das heißt Magirna? Das ist so logisch, Magirna, weil es... Magirna kann man sich jederzeit mit einem QR-Code holen. Ich schätze mal, dass Nintendo Pokémon wollte damals einfach die QR-Funktion vom 3DS ein bisschen promoten. Und deswegen kann man einfach den QR-Code im Internet nachschauen, mit dem 3DS-System scannen. Und dann wird das wie so ein Geschenk behandelt und man kann ganz einfach im Hauholi-Kaufhaus, war das richtig, wo? Ja, im Hauholi-Kaufhaus kann man dieses Magirna dann abholen. Jetzt gibt es aber noch die andere Version, diese Pokéball-Version oder offiziell gesagt die Originalform. Ich habe eigentlich schon alles dafür gemacht, um dass wir das jetzt holen. Mir ist jetzt nur beim Schreiben von diesem Video hier aufgefallen, das ist Gen 8. Das wurde veröffentlicht zu Schwert und Schild, weil man braucht nämlich alle Pokémon bis Endinalos, um das zu holen. Also, ich rede jetzt nicht darüber. Sorry, aber Magiana ist Gen 8. Ordnung muss sein. Magirna. Wir können uns aber noch was Besonderes mit einem QR-Code abholen. In Sonne und Mond wurden 6 Pikachus als Event verteilt mit besonderen Caps. Also es sind diese Pikachus, die Kappen von Ash tragen aus dem Anime. Diese 6 Formen kann man heute nicht mehr bekommen. Die wurden einmal in Sonne und Mond verteilt und einmal in Schwert und Schild. Aber in Usum wurde dann noch ein Pikachu mit der Partnerkappe verteilt. Das aber zum Glück wieder mit QR-Code. Also einfach im Internet nachschauen, QR-Code mit dem 3DS einscannen und dann können wir im Pikachu-Tal bei diesem Trailer das Pikachu abholen. Dieses Pikachu ist eigentlich shiny-locked, so wie jedes Cap-Pikachu, aber Game Freak hat das nicht gründlich programmiert. Und so kann man dieses Cap-Pikachu resetten, bis es shiny ist. Es hat aber keine andere Farbe, weil es eben nicht programmiert wurde. Es hat aber das Symbol im Menü und wenn man es rauswirft, hat es sogar die Schiller-Animation. Deswegen ist das ein wirklich sehr besonderes Shiny, das ich mir auf jeden Fall auch noch holen muss. Also abonniert vielleicht den Kanal und sowas, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Wir machen aber mit einem anderen Pikachu weiter. Seit der ersten Generation gab es immer wieder besondere Umstände, mit denen man einem Pikachu Surfer beibringen konnte.
In der ersten Generation ging das mit Pokémon Stadium. In der dritten Generation konnte man ein Pichu mit Surfer in Pokémon Box erhalten. Und in der siebten Generation gab es das Mantak Surf Minispiel. Wenn man sich an jedem Strand den Rekord holt, erhält man ein Pikachu mit der Attacke Surfer. Leute in meinem Chat haben direkt gesagt, wie unfair und schwer dieses Minigame ist. Also hatte ich richtig Stress und Angst, dass ich da jetzt ewig dran sitzen werde. Aber es war super easy. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war nicht schwer. Solange man zuerst Geschwindigkeit aufbaut, bis man einen gelben Schein hat und dann einfach Tricks ohne Ende macht, sollte man, selbst wenn man Fehler zwischendrin macht, genug Punkte am Ende haben. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man die Kurse der Reihe nach macht, also mit dem leichtesten anfängt und dann zu den schweren langsam geht, weil wenn man die Rekorde bricht, schaltet man weitere Tricks frei, die mehr Punkte bringen. 30.000, schau mal, wie viel Fehler ich gemacht habe. Ich renne da jetzt durch. Ich hab's langsam gecheckt. Der Trick mit dem Hin- und Hergehen ist voll gut. Mmh. 60.000! Easy! Fertig, Surfer Pikachu! So habe ich nach einer Stunde alle Rekorde geknackt und mir das Pikachu in Kantai City abgeholt. Seit Gen 8 ist es normal, dass Pikachu durch eine TM Surfer lernen kann. Deswegen, es ist nicht mehr so besonders. Aber in Gen 7 ging das noch nicht. Deswegen, das Gen 7 Pikachu mit Surfer, ich finde es besonders. Damals war auch etwas besonders, was heute nicht mehr so ist. Wuffles ist ein relativ normales Mon, das man von Anfang an im Spiel fangen kann. In der Nacht entwickelt es sich auf Level 25 zu Nachtform Wolverock und tagsüber, naja, zur Tagesform. Es gibt aber seit Ultrason und Mond auch die Zwielichtform, zu der es sich nur während einem Sonnenuntergang entwickelt. Also immer dann, wenn der Himmel orange ist. Das reicht aber nicht. Es entwickelt sich nur während Zwielicht, wenn es auch die Fähigkeit Tempomacher hat. Tempomacher heißt übrigens heute seit Gen 9 Gleichmut, also nicht verwirrt sein. Heute in Gen 9 ist Gleichmut einfach eine Spezialfähigkeit, nicht versteckt, nicht Standard, aber trotzdem kann jedes Wuffles zu einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit in der Wildnis einfach rumlaufend diese Fähigkeit haben. In Gen 7 war das, und ihr habt es erraten, ein Event. Zum Release von Sonne und Mond wurde Wuffles mit Tempomacher verschenkt, sogar in einem Jubelball. Nur dieses Wuffles konnte sich zu einem orangenen Wolverock weiterentwickeln. Also wenn man da nicht mitgemacht hat, hatte man Pech. Wobei, so viel Pech hatte man auch nicht, denn was kann dieses Wuffles, was die ganzen anderen mysteriösen Events nicht können? Es kann gebrütet werden. Und wenn man dieses Wuffles brütet, kommen sogar, weil das eine Spezialfähigkeit ist, nur Wuffles raus mit der Tempomacherfähigkeit. Und das auch noch im Pokéball und mit meiner OT. Aber wie komme ich an so ein Event-Wuffles? Na, ganz einfach, jemand muss nur nett sein und es mir in Gen 7 online tauschen. Es ist doch noch möglich, oder? Auf dem 3DS in Gen 7 online zu tauschen. Oder hat etwa Nintendo am 8. April 2024 die Server offline gestellt und man kann nicht mehr online tauschen in Gen 7 und Gen 6? Da war was. Shit. Zum Glück habe ich daran gedacht, beziehungsweise eine Zuschauerin von mir, Silver Evoli Angel, vielen, vielen Dank, ohne dich hätten wir es wahrscheinlich verpasst, kam auf einmal in meinen Chat rein und hat gesagt, hey, wie willst du das eigentlich mit dem Event-Wuffles machen? Und ich so, wie, was, wo, warum? Naja, du solltest vor dem 8. April dir eins tauschen lassen, dann kannst du es brüten und dann hast du dein eigenes, aber du brauchst halt irgendwoher dieses Wuffles mit Tempomacher. Und am selben Tag hat mir die nette Angel noch einen Wuffles mit Tempomacher geschickt. Ich habe es gebrütet und hatte mein eigenes Wuffles mit Tempomacher im Pokéball. Ich habe dann sogar am 1. April, es war kein April-Scherz, einen Stream gemacht, wo ich über 100 Leuten Eier gemacht habe und diese Eier vertauscht habe, einfach weggeschickt habe, an jeder, der auch so einen Wolverock haben wollte. Ich habe diesen Stream leider nicht archiviert, ich Trottel, deswegen schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine von den Personen wart, die ein Wuffles-Ei von mir bekommen haben. Nächster Halt, die Mutter. Ich kann ja nachts oft nicht schlafen, weil wir immer noch nicht wissen, woher Meltan eigentlich kommt ursprünglich. Aber es gehört auf jeden Fall zu Gen 7, denn es wurde das erste Mal in Pokémon Go, während Let's Go Evoli und Pikachu veröffentlicht. Also genau genommen wurde es nur in Pokémon Go veröffentlicht, aber damals brauchte man noch Let's Go Pikachu oder Evoli, um es überhaupt übertragen zu können auf Home. Wenn man nämlich ein Pokémon transferiert von Pokémon Go auf Let's Go, heute geht auch Home, aber eben auf Let's Go, dann erhält man in Pokémon Go die Wunderbox. Öffnet man die Wunderbox, was nur alle 3 Tage, manchmal 2 Tage geht, dann erscheint eine Stunde lang Meltan überall.
Und man sollte alle diese Meltans fangen, denn man braucht 400 Bonbons, um aus Meltan Melmetall zu machen. Und man kann es auch wirklich nur in Go entwickeln, also versucht das nicht woanders. Heutzutage können wir dann ganz einfach Meltan und Melmetall nehmen und direkt auf Home transferieren. Damals ging das noch nicht und ich würde euch empfehlen, das auch immer noch nicht so zu machen. Denn wenn wir den Umweg über Let's Go nehmen, dann hat es dieses hässliche Go-Abzeichen nicht mehr. Es hat zwar immer noch die Herkunft Go, aber es hat nicht mehr dieses hässliche Go-Emblem, was man in der Box sieht. Also verknüpft euer Pokémon Go mit der Switch und transferiert es in den Go-Park. Und dann viel Spaß dabei, ein Melmetall zu fangen. Das Ding frisst Bälle. Und Gott verabscheucht diese Fangmethode. Ich habe mir buchstäblich damals, als ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe, selber in die Eier damit gehauen, weil ich mit so viel Schwung immer versucht habe, das Pokémon mit Drall zu fangen, dass ich einmal mit voller Wucht durchgezogen habe und tatsächlich... Kommen wir jetzt noch zu den letzten zwei Mons, die eigentlich zu Gen 6 noch gehören. Mal wieder wegen dem Anime gab es zur Veröffentlichung von Sonne und Mond ein Quajutsu mit der Fähigkeit Freundschaftsakt. Durch diese Fähigkeit verändert sich die Form von Quajutsu im Kampf. Zum Glück kann man diese Form heute noch bekommen, man braucht nur die Spezial-Demo-Version von Sonne und Mond. Es ist jetzt vielleicht ein Problem, wenn man die nicht mehr hat, weil, naja, offline und alles, aber deswegen moddet man ja seine DS-Systeme. Die Demo ist sogar sehr umfangreich und gibt einen guten Eindruck über die Neuerungen von Gen 7. Spielt man die kurze Story durch, so darf man das Ash Quajutsu in das Hauptspiel übertragen. Und das, meine Lieben, ist der einzige kleine Grund, warum wir auch das originale Sonne oder Mond spielen müssen. Wir müssen einfach bis zu einem Pokémon Center spielen und können dann dort das Ash Quajutsu abholen und auf Form übertragen. Aber nur deswegen müssen wir Sonne und Mond spielen, ansonsten reicht Ultra Sonne und Ultra Mond. Okay, es fehlen nur noch drei Formen und dann ist der Origin Dex Gen 7 fertig. Und dieses letzte Pokémon ist eigentlich auch aus Gen 6. Wie schon im Gen 6 Video erwähnt, ist Zygarde natürlich eigentlich ein Gen 6 Pokémon. Aber die verschiedenen Formen von Zygarde wurden in Gen 7 eingeführt. Die 10% Hundeform und die 100% Optimum Form. Hat man Ultra Sonne und Mond durchgespielt, so kann man ein Zygarde in der Finalhülle fangen. Die Fangchancen sind wie eh und je 1,6, 3,5 und 7%, wenn schlafend und im roten Bereich. In Ultramond sah das Ganze dann so aus. Vielleicht, also es ist auf jeden Fall nichts, was sich bewegt und was sich vor und zurückschiebt oder sowas, aber es ist, wenn... Ey, 57! Ergo, das ist lateinisch, ich habe großes Latinum. Ergo kann man zum Forschungslabor auf Route 16 und bekommt ein weiteres Zygarde geschenkt. Aber das ist die 10% Hundeform. Zusätzlich erhält man auch den Zygarde-Würfel. In der Ultra-Version hat man jetzt alles, um das 100% Zygarde herzustellen. Man hat das 50% gefangen, danach das 10% als Geschenk und im Zygarde-Würfel sind die restlichen 40%. Packt man jetzt also beide Zygardes in den Würfel, kann man mit dem Reinkarnator das 100% Zygarde synthetisieren. Das hat dann die Fähigkeit Scharwandel, sodass es im Kampf zur Optimus Prime Form werden kann. Also klingt erstmal ganz easy. Man hat diese zwei Zygardes, steckt die in den Würfel und macht daraus ein neues 100% Form. Super, easy, fertig. Aber weil ich so ein ordentlicher Mensch bin, reicht mir nicht nur die Schlange mit Scharwandel als Fähigkeit, sondern ich will auch den Hund mit Scharwandel. Aber easy, ich muss ja eh Ultrasonne durchspielen, also fange ich mir dort nochmal das 50%. Dann kann ich mir wieder die 10% Form holen und den Würfel und somit die zweite 100% Form machen, aber diesmal mit dem Hund. Aber Moment, wenn ich jetzt gesagt habe, ich will die Schlange mit Scharwandel und den Hund mit Scharwandel, dann will ich ja auch die Schlange mit Aura-Umkehr, die normale Fähigkeit, und den Hund mit Aura-Umkehr. Die Schlange mit Aura-Umkehr habe ich ja in Gen 6 geholt, das ist ja das Standard Gen 6 Zygarde, mehr gab es da nicht. Jetzt gibt's aber den Hund. Aber ich habe keinen Bock jetzt nochmal ein Sonne oder Mond durchzuspielen, um nochmal am Ende den Hund geschenkt zu bekommen. Das muss doch auch einfacher gehen. Und ja, ich habe ja in Gen 6 mir die Schlange geholt, aber nur in X. In Y habe ich sie noch gar nicht gefangen. Also bin ich in Y zur Omega-Höhle gegangen und habe 10 Bälle draufgeschmissen. Das hat gereicht. Und schon hatte ich noch ein Zygarde. Jetzt sagt ihr aber, so klug wie ihr seid, Moment Leo, das ist ein Gen 6 Zygarde. Du willst doch den Hund und dann steht da Gen 6. Ja, ja, ja. Aber wenn wir jetzt das Zygarde übertragen auf Gen 7,
und dieses Zygarde aus Gen 6 einfach in den Würfel packen und was Neues daraus synthetisieren, wie zum Beispiel die 10% Hundeform, dann ist das auf einmal, steht in der Herkunft, Gen 7, Alola, Route 16. Das ist ein komplett neu synthetisiertes, ein komplett neu erschaffenes Zygarde in Gen 7. Das eine ist Aura-Umkehr, das habe ich gerade von denen geschenkt bekommen, kommt von Route 16. Das andere, Char-Wandel, kommt auch von Route 16. Also beide sind vom 7.10. bei dem Pokéball und beide kommen aus Alola. Obwohl eins davon eigentlich aus Kalos kam. Alle vier habe ich jetzt passt super abgehakt und das sind sogar jetzt alle Pokémon. Das ist der komplette Origin-Dex. Aber wie schon am Anfang gesagt, das reicht mir nicht. Wir holen jetzt noch was anderes. In Sonne und Mond und auch in Usum kämpft man im Spielverlauf gegen sehr starke und große Pokémon, genannt Herrscher. In Ultrasonne und Mond kann man diese Herrscher sogar erhalten. Man fängt sie aber nicht nach dem Kampf oder so, sondern man erhält sie als Belohnung, wenn man Herrscher-Sticker in der Welt einsammelt. Es gibt 100 Sticker, die echt nicht gut versteckt sind. Ich habe alle eingesammelt, die ich beim normalen Durchspielen gesehen habe und hatte am Ende über 80, ohne danach zu suchen. Dann bin ich die ganze Liste auf PokeWiki durchgegangen, die hier, unten in der Beschreibung natürlich, und habe die restlichen eingesammelt. Das hat nur eine halbe Stunde gedauert. Bei meinem zweiten Spieldurchgang habe ich absichtlich keine Sticker eingesammelt und habe dann am Ende alle auf einmal eingesammelt, nach der Liste natürlich und schön abgehakt. Alle Sticker in einem Schwung hat dann eine Stunde gedauert. Also die Sticker zu sammeln ist wirklich kein Ding, nicht aufwendig, super easy. Je nachdem, wie viele Sticker man hat, schaltet man die Herrscher als Geschenk frei. Ich habe alle auf einmal abgeholt, als ich dann eben die 100 hatte. Dafür geht man an den Kantai-Strand zu Heinrich Eich und holt sie sich einfach ab. Und ich war super positiv überrascht. Die Herrscher sind echt riesig. Nicht nur im Menü, sondern auch im Kampf selber sind sie riesige Brocken, mit denen man da kämpfen kann. Super cool gemacht. Ich glaube, es ist ein ganz normales Radikal. Komischerweise kann man nicht alle Herrscher auf Home übertragen. Die, die in Ultrasonne dazugekommen sind, also zum Beispiel Bundlebee, Bundlebee, das schaue ich jetzt nicht nach, ich will es gar nicht wissen. Wie zum Beispiel Bundlebee kann man nicht auf Home übertragen. Ich glaube, das ist ein Bug, weil warum sollte das Absicht sein, dass man manche übertragen kann und manche nicht? Super komisch. Ich habe trotzdem mal testweise die übertragen, die gingen und habe sie in Karmesin und Purpur übertragen, um zu schauen, ob sie denn da größer sind. Und nein. Leider nicht. Wenn ich die Größe überprüfe bei den beiden hier Pachirisos, ganz normal, es ist komplett random, welche Größe dieses Pokémon bekommt. Und zusätzlich leider, obwohl es ja wirklich Herrscher sind, kriegen sie nicht das Herrscher-Abzeichen. Das war eine große Frage für mich. Sie gelten nicht als Ex-Titanen, Ex-Herrscher, leider nein. Also durch das Übertragen auf Home verlieren sie komplett ihre Besonderheit, so wie auch Ents Pokémon ihren Schiller verlieren, aber zumindest haben sie die UTN. Diese Pokémon haben gar nichts mehr, was irgendwie zeigt, dass es mal Herrscher waren. Deswegen werden sie bei mir immer schön hier in Ultramond in der Box schlummern, alle Herrscher, alle freigeschalten, dort wo sie hingehören, in riesig groß. So, eine Sache fehlt mir jetzt noch. So wie ich Gen 6 alle Megasteine, das Gimmick dort, gesammelt habe, sammeln wir jetzt noch alle Z-Kristalle braucht man, um, naja, Z-Attacken bei Pokémon auszulösen. Es gibt Typenkristalle, die nur Attacken eines bestimmten Typs verstärken und spezifische Pokémon-Kristalle, die nur bei gewissen Pokémon funktionieren. Die meisten Kristalle sind keine Herausforderung zu finden. Die Typenkristalle bekommt man zum Beispiel so gut wie alle im Spielverlauf einfach geschenkt. Die spezifischen muss man aber gezielt suchen. So bekommt man den Kristall von Mimikma beispielsweise nur, wenn man im verlassenen Laden nachts einem Mimikma folgt und es nicht Pikachu nennt. Der aufwendigste Kristall ist wahrscheinlich der für Evoli. Dafür muss man alle Evoli-Profis, die in der Welt versteckt sind, besiegen. Natürlich kämpft jeder von denen mit einer bestimmten Evoli-Entwicklung, also könnt ihr euch vorstellen, wie viele Trainer es gibt. Und dann gibt es auch so wie bei den Megasteinen wieder welche, die man heutzutage nicht mehr bekommt. Und das sind die für die Event-Pokémon und in dem Fall sind das Machado und Mew. Die musste ich mir dann also leider ins Spiel cheaten, um dann im Hotel von Kantai City die dazugehörigen Kristalle abzuholen. Ich habe ein fettes Video gemacht, das hier, in dem ich wirklich jede einzelne Z-Attacke, die Animation davon vorführe. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich schätze, ihr habt noch nie wirklich alle gesehen, wie zum Beispiel von Machado oder Mew oder Evoli. Super cool. Und vor allem, ich meine, die kennen von euch wahrscheinlich die meisten, aber sie ist so cool immer wieder anzuschauen, die von Relaxo.
Schaut euch das Video oben an, wirklich jede Z-Attacke, die möglich ist. Wir kommen jetzt zum genüsslichen Teil. Gen 7 war wirklich interessant. Es tut mir leid, die Story, ich finde sie grottenschlecht und die Rätsel waren so pipifax, dass es fast schon eine Beleidigung ist. Aber die Methoden im Spiel, wie man Pokémon bekommt, über Quereinsteiger, Ultrabestien, wirklich sehr cool gemacht. Coole Gen, nur Vanilla ist sie nichts für mich. Ich habe dann alle in einem Schwung auf Bank gepackt und direkt auf Home transferiert. Denkt mal daran zurück, wie krass aufwendig es war, Gen 3 bis 5 Pokémon auf Home zu kriegen. Diese Minispiele, ey. Aber irgendwie vermisse ich es auch. Jetzt ist es einfach nur noch ein Klick gewesen. Und diesmal muss ich noch nicht mal was danach entwickeln, weil es eben mit den Chaneras in Pony so einfach war. Aber ordnen durfte ich sie noch und ihr wisst, das ist das, was mir den absoluten Kick gibt. Einfach diese ganzen Gen 7 Pokémon, die ich hatte, von sonst woher, auch aus Pokémon Go, einfach zu ersetzen mit den wunderschönen, richtigen Pokémon aus Usum, es ist immer wieder wunderschön. Und da sind sie. Alle Gen 7 Pokémon in männlich und im Pokéball. Alle Metenofarben, alle Ultrabestien, die mystischen, alle Alola-Formen, Meltan und Melmetal in ihrer eigenen Box, weil wir nicht wissen, woher es kommt. Und dann, wenn wir kurz zurückgehen zu Gen 6, da sind jetzt Ash, Quajutsu und Zygarde. Und wenn wir ganz zurückgehen zu Pikachu, da sehen wir all die Cap-Pikachus. Danke fürs Anschauen. Gen 8 wird das letzte Origin-Dex-Video sein. Gen 9 habe ich schon gemacht, als es rauskam. Und es war nicht der Rede wert, da ist nichts passiert, was irgendwie besonders war. Gen 8 hat wenigstens noch die ganzen Pokusan-Formen und die Gigas. Das könnte noch interessant werden. Und vor allem, ich habe gar nicht realisiert, es sind 239 Pokémon, die mir jetzt noch fehlen. Also der letzte Teil vom Projekt startet bald live auf Twitch. Also wie gesagt, schaut dazu. Beziehungsweise vergesst nicht, den Leos Archivkanal zu abonnieren. Dann könnt ihr dieses ganze Projekt nachschauen im Detail jeden einzelnen Stream. Fette Shoutout an meine Patrons. Let's Play Nick, 80er Fanboy, Tom, Kühner, Redface, TZ, Butters, Jonas, Devilbee. Meine Chicken Nuggets sind fertig. J-Gamer, Robin, Superphil, Mika, Shrick, Majora, Menoman, Azrael, Mariko, Itako, Danuva, Kevin Krawall, JJ, Maybrick, Marco Bryan, Hamke, der Fast Guy, Eva Delprani und Henriette. Wenn ihr es bis hierher ins Video geschafft habt, dann schreibt guten Appetit in die Kommentare. Vielen, vielen Dank euch Patrons, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön fürs Video anschauen. Wir haben vollen Mund, es tut mir leid. Tschüss.